So Leute, okay, wieder da, mit besserer Laune und ich werde einfach versuchen, jetzt möglichst mein Bestes zu geben, damit so eine Scheiße wie in den letzten Folgen nicht mehr passiert. Vielleicht werde ich auf einmal übermäßig gut mit der Kamera, wer weiß das schon, und Miku, vielleicht kannst du ja sogar auf einmal wieder Türen öffnen, das wäre voll dufte. Wow, Genialitäten bist du. Und das hier ist eigentlich der, aha, ja, ganz toll. Das hier ist der, verzieh dich, okay? Hau ab! Das hier ist eigentlich der Weg, den ich zuerst gehen wollte. Lässt mich mal jetzt durch. Ich kann ihn nicht abschütteln. Das ist voll übelst. Ja, das ist der eigentliche Weg, den ich gehen wollte, wollte ich gerade sagen. Bevor Miku auf einmal verlernt hat, Türen zu öffnen. Aber hey, komm. Das kann halt mal passieren, ne? Dass man auf einmal nicht mehr weiß, wie man Türen öffnet. Stimmt's, Miku? Das ist nämlich nicht so einfach. Aber hier macht es auf einmal wieder. Nur die eine Tür geht irgendwie nicht mehr auf. Warum auch immer. Aber Miku, du bist ja auch so übernatürlich. Habe ich ihn abgehängt? Wow, mein Gott, ich habe ihn abgehangen! Glaube ich, jedenfalls. Hey, er hat mich einmal getroffen. Und zum Glück hängt jetzt hier diese Dämonenschriftrolle. Wow. Uff. Wow, das heißt, ich bin jetzt direkt schon im Garten. Oder, der Garten, da kam ich ja gerade her, in dem Quadratgarten. Im Atrium. So hieß es hier, glaube ich, ne? Ist hier noch vielleicht irgendwas Nützliches? Nein, leider nicht. Schade. Wie dem auch sei. La 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 la. Na, möchte hier vielleicht noch irgendjemand kommen und mir das Leben schwer machen? Wandernder Mönch. Oder... Broken Neck, die eigentlich total schwach ist, wollte ich sagen. Und Fagaka, ich habe nur noch... Ich habe kaum Energie, 3 Kräutermedizin, habe keinen Steinspiegel mehr und kein heiliges Wasser. Ich würde sagen, das ist ein guter Schnitt. Ganz definitiv. Okay, dann wollen wir doch mal. Ja, lag. Danke. Okay, so, wie geht der Scheiß jetzt? Hallo? Okay. Ich wollte sagen, warum kann ich die Steine nicht bewegen? So, der muss da oben hin. Das heißt, der müsste so. Warte. Oh Gott, ich kann alle Steine bewegen. Der muss dahin. Der muss da oben hin. Ja, dann mache ich das mal so. Okay, du musst da runter. Okay, und jetzt, so, du da hoch. An der richtigen Stelle, oder nicht? Bis auf der da unten. Okay, das ist falsch gewesen, glaube ich. Ganz offensichtlich war es falsch. Okay. Hey, wir haben es nicht geschafft. Okay, und nochmal. Nichts geschieht. Okay, so, der war, denke ich mal, richtig. So, den haben wir gerade eben besiegt. Dann machen wir den jetzt dahin zuerst. Und aktivieren den jetzt dahin. Dann können wir nämlich gleich alle, glaube ich jedenfalls. So, dann kann der jetzt dahin. Der kann dahin. Der kann da, ich glaube, war's das? Jetzt der da unten. Ich liebe diese Rätsel, die mag ich, weil die kann ich irgendwie. Auf irgendwelche komische Art und Weise. Lalala. So, was auch immer uns hier jetzt erwartet, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wow. What is this? Ein Buch. Und es vibriert auf einmal. Ich habe die Forschungsdokumente des Folklore-Forschers im Schrank gefunden. Yes. Das Geheimnis des Schranks und des Mondbrunnens. Okay. Der Mondbrunnen, der sich im Mondschrein befindet, wird von einem geheimen Mechanismus geschützt. Der Schrank bewegt sich und öffnet so den Eingang zum Mondbrunnen. Mondbrunnen hört sich irgendwie schön an. Wenn eine bestimmte Abfolge an Handlungen ausgeführt wird, ich habe jedoch keinerlei Ahnung, wie dies geschieht. Es gibt nur eine vage Beschreibung der geheimen Vorrichtung. Nimm die Symbole des Nimm die Symbole der 4 Seilzieher und zeige das Siegel des Familienoberhaupts der Himuro. Das muss bedeuten, dass die Symbole der 4 Priester, die an der Zeremonie teilnehmen, und das Siegel des Familienoberhaupts der Familie Himuro zum Öffnen der Tür nötig sind. Da die Familie nun aber ausgelöscht wurde, gibt es keine Möglichkeit herauszufinden, wie man die Symbole um das Siegel kommt. Na toll.
Wow, was ist denn das vor mir? Ah, so ein Knips, Knips, Knips. Glaube ich, oder? Da. Hey, hallo, hier Platten. So, was ist das? Ja. Okay. Da ist aber noch irgendwas, das ist noch mehr. Hier. Ach, so vier Sachen und jetzt. Ach, okay, ich muss die Orte aussuchen. Habe ich recht? Stimmt's? Stimmt's? Das sieht auch ganz danach aus. Das sind alles diese Orte, der im Garten war auf jeden Fall so ein Ding. Okay, ich muss in den Garten. Ich glaube, bei dem Brunnen war auch sowas. Und hier, na. Hinten am Fluss da, bei den Laternen, direkt hier, ist auch noch so ein Ding. Glaube ich, oder? Ja, genau, das Ding meinte ich. Auf dem Foto seiner Lord. Okay. Und noch das letzte. Na, ganz toll. Okay, da. Du auch noch. Dann habe ich alle Ordner. Und dann muss ich da hingehen. Wow, na toll. Und ich wette, jeder wird von einem Endboss oder sowas bewacht. So, wo ist das denn? Ne, das ist das im Garten. Ach, auf jeden Fall. Meine ich zu wissen, wo drei von den vier Orten sind. Kann ich hier noch irgendwas machen, mitnehmen oder so? Was bedeutet denn da unten das? Hier ist ein Sockel in den vier gravierten. Ich habe versucht, die Tasten zu drücken, doch sie gaben nicht nach. Okay. Dann gehe ich jetzt hier raus in der Hoffnung, dass ich nicht direkt von übernatürlich vielen Geistern attackiert werde. Wey. Miku, du gehst manchmal echt sehr stockend die Treppen runter. So, und war hier nicht direkt so eins? Da vorne, ist das ein Brunnen oder war das eins von den Teilen? Ich guck mal nach. Das hier. Ja, siehst du? Wow, what the fuck? Ah, nein! Habt ihr alle? Du bist doch. Da hast du gerade ein Schwert oder was hast du da gehoben? Nein, ein Irrlicht da. Na, ganz toll. Okay, ich mach mal ein Foto von dir. Wow. Okay, Kumpel, hau einfach ab. In Ordnung. Wir lassen uns alle gegenseitig in Ruhe. Wie wär's damit? Hey! Wow! Okay, ich mach dich mit dem schwachen Film. Kumpel, deine Irrlichter, den weiche ich aus. Ein Zettel liegt auf dem Boden. Sieht aus wie ein Teil des Notizbuchs. Na gut, okay. Dann lese ich jetzt erstmal das Notizbuch, während er da hinten schützt. Kirie verhält sich merkwürdig, seit sie diesen jungen Gast getroffen hat. Hoffentlich ist sie nicht zu ihm hingezogen. Wenn sie seinetwegen zu starken Verbindungen mit dieser Welt eingeht, kann sie ihre Aufgabe als Jungfrau des Seilschweins womöglich nicht erfüllen. Wir müssen schnell etwas tun. Sorry, dass ich so schnell gelesen habe, aber ich habe Schiss irgendwie, der Controller die ganze Zeit vibriert. Hey Kumpel. Nein, 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 nein. What the fuck? What the fuck? Lass mich in Ruhe, okay? Wir werfen einfach Geist! Geist! Game und Gott und ich bin am Arsch, ich schaff das Spiel nicht! Ich schaff das Spiel nie im Leben, weil ich keine Heilung mehr habe, Leute. Irgendwie. Sieht das gerade echt nicht so danach aus, als würde ich das noch schaffen. Weil ich wüsste nicht wie. Und ich wüsste vor allem nicht warum. Ah, gut, sehr schön. Hallo. Hallo? Komischerweise konnte ich gerade nichts mehr machen. Also ich meine, die Kamera wurde nicht aufgeladen. Guck mal da. Hallo. Lad auf. Hallo. Lad doch auf. Ich ziel doch gerade auf den. Was soll der Scheiß denn jetzt schon wieder auch meine Fresse? Nein, ganz ruhig bleiben. Ich wollte mich nicht mehr aufregen, habe ich gesagt. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ist mir jetzt scheißegal, ob der Film arsch selten ist, aber ich sterbe sonst. Und das wäre nicht im Interesse unser oder irgendjemanden. Bums. Jawohl, Mann, das macht Schaden. Okay. Ach, jetzt wirft er wieder seine Irrlichter. Ui. Ey. Unfair, 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 unfair. Ui. Yeah, wir kämpfen gegen was auch immer das ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich erkenne es nicht. So ein Priester oder sowas. Jedenfalls sah das so aus wie so ein. Hurra! Okay, den letzten Schlag, den machen wir mit dem schwachen Film. Ich wusste doch, dass der irgendwie hier die ganzen Orte von irgendeiner Art Endboss beschützt werden, sage ich mal.
Ja, komm. Ja, komm. Tot? Ich hab... Komm, das war gar nicht mehr so schlecht. Auf dem Foto ist etwas zu sehen. Sieht aus wie ein Buchstabe. Bist du tot? Kommst nie wieder zurück? So, was auch immer du warst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Wunderbar. Mir gefällt es nicht, dass die Geister jetzt auf einmal alle damit anfangen müssen. Naja. Oh, er flog meine Kamera. Das heißt... Sie lebt nur, um zu sterben. Das ist aber ein trauriges Schicksal. Muss ich hier ein Foto von machen?